Wenn es um das Thema Kommunikation geht, dann denken die meisten Menschen zunächst an Sprechen. Aber wir haben noch ein paar andere Arten der Kommunikation, wie wir eben zwischenmenschlich kommunizieren können. Und diese drei Arten in Summe schauen wir uns heute einmal an. Einen Teil davon wirst du kennen. Ja, das erfahrungsgemäß aus meinen Schulungen ist es meistens so, die ersten beiden kennen die Teilnehmer und den dritten, den haben die meisten nicht auf dem Schirm, obwohl es extrem wichtig ist. Und deswegen sprechen wir heute nochmal drüber. Fangen wir einmal ganz vorne an mit verbal. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört, oder? Verbal bedeutet alles Sprachliche, also die Worte und den Satzbau, den ich verwende, also die Worte, die ich wähle, den Satzbau. Wenn ich zum Beispiel etwas schreibe, ja, dann zählt das auch zu verbaler Kommunikation. Wenn du als Beispiel jemandem eine WhatsApp-Nachricht schickst und schreibst ihm dann beispielsweise heute Abend 20 Uhr beim Lieblingsitaliener, dann hast du verbal kommuniziert. Verbal ist also immer, man kann das ein bisschen abkürzen, die Information, die ich jemandem mitteilen möchte, also den Inhalt einer Nachricht. Wenn verbal das Sprachliche ist, dann ist nonverbal, also das Nichtsprachliche. Hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört. Nonverbal und verbal sind eben sehr weit verbreitet. Das kennen die meisten schon aus Schule oder aus Schulungen. Und nonverbal, dazu zählt als Beispiel die Gestik, die Mimik. Wir haben aktuell den Fall durch Corona, dass viele eine Gesichtsmaske tragen. Das heißt, man sieht gar nicht so richtig die Mimik, wenn man mit jemandem spricht, den man vielleicht auch noch nicht kennt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du einfach keine visuelle Rückmeldung von dem bekommst, wie der jetzt deine Sachen, die du gerade sagst, findest. Das ist tatsächlich ein bisschen spooky. Also wenn ich Schulungen mache, dann habe ich das manchmal gerade bei so Videotrainings, dass in einem Raum nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern sitzen dürfen und die tragen alle eine Maske und müssen den Sicherheitsabstand eben wahren. Und wenn ich dann was sage, dann kriege ich keine Rückmeldung von denen, also zumindest jetzt nichts Sichtbares, und spiele dann halt so gut es geht über Video mit den Augen der Teilnehmer, weil einfach ein Teil der Mimik fehlt. Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist schon irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Körpersprache zählt hier auch mit dazu. Körperhaltung vor allem. Auch hier ist es so, ich bin ja sehr häufig in Callcentern unterwegs oder in Büros, wo mit Kunden telefoniert wird. Und manchmal, so speziell nach der Mittagspause, da liegen so der ein oder andere Mitarbeiter, der liegt so halb unterm Tisch drunter. Ja, der schläft fast weg da. Und die sind dann der Meinung, dass sie mit dem Kunden ja telefonieren und der Kunde sieht die ja nicht. Deswegen denken die, okay, ich kann ja auch da halb auf dem Boden liegen. Der Kunde sieht mich ja dann dabei nicht. Aber der Kunde hört es. Genauso wie Lächeln als Beispiel. Kunden hören am Telefon ja. Oder wenn du mit jemand anders sprichst am Telefon und der lächelt, dann hörst du das ja auch. Ja, man muss den Menschen nicht sehen. Deswegen ist auch nonverbal am Telefon sehr, sehr wichtig. Erfolgreiche Verkäufer. Beispielsweise, wenn ich früher hier in meinen alten Zeiten, noch meinen aktiven Telefoniezeiten mit meinen Kollegen, wir haben Vertriebshotline eben telefoniert, wir sind nach der Mittagspause aufgestanden. Wir haben da richtig mit Händen und Füßen haben wir telefoniert. Und das hat dazu geführt natürlich, dass der Kunde sich auch mitreißen hat lassen. Deswegen ist es halt wichtig, auch das einzusetzen, nicht nur die Worte, die ich wähle, sondern eben das auch mit meinem Körper zu unterstreichen. Hier bei nonverbal zählt noch mehr dazu, nämlich das Aussehen. Kleider machen Leute, ne? Dazu zählt Tattoos als Beispiel. Ja, auch das ist nonverbale Kommunikation. Gerüche. Im Sommer nicht so ein schönes Thema, aber wir können ja zum Beispiel auch mal jetzt das Bild von einem schönen, angenehmen Parfüm nehmen. Auch das zählt zu nonverbaler Kommunikation. Aussehen eben, auch die Frisur. Bei mir hat sich das ja erledigt, da ist ja nicht mehr viel. Alles das zählt zu nonverbaler Kommunikation dazu. Und hier muss ich noch ein Beispiel bringen. Ich hatte einen Mitarbeiter früher
Und der hatte so ganz, ganz tolle Locken. Ja, also richtig schöne Haare hatte der. Die ganzen Frauen, die bei uns im Unternehmen waren, die haben alle gesagt, boah, ich möchte gerne so Haare haben wie der Adjo. Und der Adjo, wenn der morgens zur Arbeit kam und hatte seine Haare nicht gemacht, dann wusste ich ganz genau, wie der heute telefonieren wird. Ich wusste exakt, das wird nichts werden, weil Adjo seine innerliche Einstellung, du hast schon gesehen, der hat sich dann nicht gepflegt an dem Tag. Ja, der kam dann völlig zerstört an, meistens Montagvormittag. Kam der 3 Stunden vorher wahrscheinlich erst nach Hause. Und genauso hat er dann gearbeitet. Deswegen ist es auch wichtig, wenn du zum Beispiel im Homeoffice unterwegs bist. Ja, ich arbeite mein halbes Leben schon im Homeoffice. Auch da kleide ich mich so oder mache mich so zurecht, als würde ich ins Büro gehen, in die Öffentlichkeit gehen. Ich lasse mich nicht hängen. Ich ziehe mir keine Schlotterklamotten an oder sonst irgendwas, weil ich sonst meine innere Einstellung eben nicht habe. Und dann spiegelt sich das eben auch wieder in meiner Arbeit, weil ich mich gehen lasse vielleicht. Deswegen gebe ich mir genauso viel Mühe, wenn ich zu Hause arbeite, als würde ich ins Büro gehen. Punkt 3 ist, wie gesagt, der Punkt, den viele nicht kennen. Wie steht's bei dir? Schon mal gehört? Paraverbal. Was ist paraverbal? Wir haben also die Worte, die wir wählen. Wir haben unsere Körpersprache, die wir einsetzen, unser Aussehen eben, was wir mit in die Waagschale werfen, wenn wir kommunizieren. Und wir haben paraverbal. Paraverbal ist die Art und Weise, wie wir etwas sagen. Also ob wir deutlich sprechen, ob wir laut leise sprechen, ob wir schnell langsam sprechen. Ich hatte früher beispielsweise in meinem ersten Callcenter-Job, Mitte 20 war ich da, da habe ich Immobilien, also Steuersparmodelle, übers Telefon verkauft. Also ich habe Termine gemacht, bin dann hingefahren und habe den Leuten erklärt, wie man durch Immobilienkauf Steuern sparen kann. Mein Chef, der hat mir ein Telefonbuch hingeschmissen und hat gesagt, Bote, A bis D, bitte einmal abtelefonieren. Bitte hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, telefonieren. War so nicht so ein netter Chef. Und da ich keinen Trainer hatte, habe ich dann meine Kunden gefragt, sagen Sie mal, was muss ich denn das nächste Mal besser machen oder anders machen, damit ich bei Ihnen einen Termin bekomme? Und viele dieser Kunden, die haben mir dann nicht gesagt, dass ich bestimmte Wörter anders sagen soll oder dass ich mich aufrecht hinsetzen soll. Das haben die alles nicht gesagt. Die haben gesagt, sprechen Sie ein bisschen deutlicher, sprechen Sie ein bisschen leiser oder sprechen Sie ein bisschen langsamer. Langsamer war bei mir häufig, weil ich halt recht schnell unterwegs war. Ich wollte Termine machen und habe mich dann so ein bisschen hetzen lassen. Und dieses Feedback haben die mir dann gegeben und dann konnte ich die Art und Weise, wie ich meine Worte sage, die konnte ich dann verändern. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Man kann die gleichen Sätze sagen, wie die sich anhören. Wenn ich meiner Freundin sage, ich liebe dich, mein Schatz, dann muss das auch so klingen. Wenn ich das sage, so wie Samson in der Sesamstraße, ich liebe dich, dann wird die mir das vielleicht nicht glauben. Ja, also das muss auch, mein Kollege Olli sagt immer, toll muss auch toll klingen. Und genau so ist es. Und wenn verbal, also die Worte, die wir wählen, die Information sind, dann ist paraverbal die Emotion. Upsa. Also das, was ich sage, ist die Information und das, wie ich es sage, ist die Emotion. Der Ton macht die Musik. Den Satz kennst du vielleicht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, angenommen wir haben 100% Anteil eines Gespräches, wie wichtig ist verbale Kommunikation, wie wichtig ist nonverbal und wie wichtig ist paraverbal in einem Gespräch? Fangen wir doch mal in der Mitte an. Die Wichtigkeit von nonverbaler Kommunikation beträgt im Face-to-Face circa 55%. Am Telefon ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil eben die Gestik, Mimik zwar fehlt, der Kunde hört das dann zwar, aber da zählt was anderes viel mehr. Jetzt haben wir noch 2 Punkte übrig. Du siehst, die Hälfte in einem Gespräch ist schon mal wichtig, wie man sich dabei verhält.
Also nicht das, was man sagt oder wie man es sagt, sondern wie man sich dabei verhält, macht schon mal die Hälfte eines Gespräches aus. Und es ist extrem wichtig zu wissen, gerade auch wenn man am Telefon arbeitet oder im Verkaufsgespräch. Da muss man sich einfach ein bisschen Mühe geben, da muss man gepflegt hingehen, die Körpersprache muss gut sein, die Gestik, die Mimik muss gut sein, man muss zwischendurch lächeln. Also wenn du was verkaufen willst, man muss nicht schön sein, man muss nur einfach lächeln. Das reicht schon meistens aus. Der Anteil an paraverbaler Kommunikation, um das kurz aufzulösen, liegt bei circa 38%. Und der Anteil dessen, was ich sage, also die Worte, die ich wähle, die Informationen, die ich gebe, liegt bei etwa 7%. 7 bis 10% kann man sagen, je nachdem, ob am Telefon oder ob ich denjenigen sehe. Und da wird doch ganz deutlich, man kann das eigentlich runterbrechen. Es ist also fast egal, was du sagst, Hauptsache, das klingt gut. Ja, so verrückt das auch klingt. Und wenn du dir das einmal mitnimmst, Emotion schlägt also immer Information. Vielen Dank an Marc aus Berlin, Trainerkollege von mir, der mir diesen Satz einmal mit auf den Weg gegeben hat. Ich fand das einen sehr guten Vergleich. Emotion, also das, was ich, also wie ich es sage, schlägt immer das, was ich sage. Wenn du jetzt morgens zur Arbeit kommst, egal wo du arbeitest, und du bist vielleicht mal nicht gut drauf. Jeder von uns hat ja vielleicht mal so einen Tag, wo es nicht so gut läuft. Vielleicht hat man Stress in der Familie oder so. Jetzt bist du auf jeden Fall nicht so gut drauf und du bist im Verkauf tätig. Die Sätze, die du sagst, die sind meistens ja die gleichen. Wenn du irgendwo tätig bist und häufig mit Kunden sprichst, dann sind die Sachen, die du sagst, häufig die gleichen. Aber es ist nicht gleich, wie du sie sagst. Und wenn du jetzt nicht gut drauf bist, als Beispiel, und das klingt dann nicht emotional schön, also wenn du dann nicht mit Emotionen und mit Leidenschaft verkaufst, dann kannst du noch so viel die gleichen Sätze sagen und noch so viel die gleichen Worte verwenden und noch so viel die gleichen Dinge, die du sonst auch machst. Wenn das hier nicht stimmt und wenn das hier nicht stimmt, dann ist es auch völlig egal, was du da machst, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und das ist etwas, was ich mir relativ früh angewöhnt habe, weil ich hatte, als ich damals angefangen habe, im Jahr 2000 meinen Trainerbereich eben aufzubauen, da habe ich auch in einem Callcenter angefangen zu arbeiten, weil ich vorher einen schweren Autounfall hatte, musste ich sehr, sehr viel Geld zurückbezahlen. Und ich hatte zu dieser Zeit sehr, sehr viele Sorgen. Ich bin da auch offen mit umgegangen, ich habe das nicht verheimlicht, war alles okay, mein Chef wusste dann davon. Und der sagte dann irgendwann mal zu mir: Uwe, wenn du morgens zur Arbeit kommst, dann nimm deine schlechte Laune und stell die unten am Eingang ab. Und wenn du abends nach Feierabend nach Hause gehst, dann kannst du die ja wieder mitnehmen, wenn du möchtest. Und damit hatte der mir so einen Gefallen getan, weil er mir erklärt hatte: Du brauchst deine gute Laune. Das ist das Wichtigste, was du brauchst, wenn du im Vertrieb oder im Kundenbereich tätig bist. Dann brauchst du deine gute Laune. Und deine gute Laune und dein Schlaf, das hat niemand das Recht, dir das zu nehmen. Du entscheidest selber jede Sekunde, die du tätig bist, egal wo du arbeitest, ob du das mit dem Lächeln machst oder ob du da schlechte Laune dabei hast. Ich kann dir nur einen Tipp geben: Wenn du im Verkauf tätig bist, im Vertrieb oder im Customer Care Bereich, dann muss deine Emotion stimmen. Auch wenn sie es innerlich gerade nicht tut, wenn du einfach schlecht gelaunt bist, dann muss das hier trotzdem stimmen. Das ist Teil, der Großteil deines Jobs, der dazugehört, Kunden gut zu behandeln, Menschen eben, mit denen du kommunizierst, ein Lächeln zu schenken auch und diese 8 Stunden oder 6 Stunden, je nachdem, wie viel du arbeitest, dazu zu nutzen, dass du eben dabei erfolgreich bist. Und jede Arbeit fällt einem sofort leichter, wenn man sie mit einem Lächeln betreibt. Deswegen sind die Emotionen immer wichtiger als die Informationen. Okay, das zum Bereich Arten der Kommunikation. Wir schauen uns im nächsten Step einmal an, was ist aktives Zuhören, und das wird dir auch im privaten Bereich sehr, 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 sehr viel bringen. Sei mal gespannt.